Hallo und willkommen zurück zu Die Sims 4 und der 100 Baby Challenge. Ich habe jetzt endlich wieder alles gerichtet bekommen, auch bei der Castaway Challenge. Und jetzt durfte echt alles wieder seine Wege gehen. Außerdem habe ich die Castaway Challenge auf einen zweiten Spielstand verschoben, also sprich ein neues Spiel, sodass die Zeiten zwischen den Familien nicht automatisch weiterlaufen. So, damit ist das jetzt auch erledigt, geklärt oder wie auch immer man sagen kann. So, und jetzt geht's hier weiter im Hause Black. Die Niki, warum sind hier eigentlich gerade alle angespannt? Ich habe keine Ahnung. Die Niki, die hat ja in dem letzten Part die Geigenfähigkeit Level 8 erreicht. Das heißt, sie kann jetzt Lieder schreiben. Und das macht sie auch gerade. Sie hat gerade eben angefangen, ein Lied mit einer volkstümlichen Melodie zu schreiben. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, was dann dabei rauskommt. Wow, ey, Alessio, hast du gut gemacht. Der hat Brotstangen gemacht, oder war das Alessio? Ich weiß gerade gar nicht. So, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt mal die Teenies an, wie sie in der Schule sind. Alessio ist zweier Oberschüler, sehr gut. Die Mila, oh Gott, ich muss das mal überlegen. Die Mila, die ist auch zweier Oberschülerin, die braucht allerdings noch eine Fähigkeit auf Level 3. Okay, sie hat ja eigentlich noch gar nichts. Sie könnte mal, was kann sie denn machen? Was kann Mila machen, was sie auf Level 3 bringen kann? Ich würde sagen, wir gucken mal, Kanal schauen. Action, Between, Comedy, Kinderkanal, Kochkanal, Nachrichten, Romanze, Sport. Ich würde sagen, wir machen mit der Mila mal den Kochkanal, also sprich kochen. Ja, hier sind gerade alle am Essen. Die Brotstangen, oder wer hat denn die hergestellt? Genau, Tatsache alles, sie hat die Brotstangen gemacht, sehr gut. Solche Männer brauchen wir, die auch sich auch mal an den Herd stellen und kochen. So, die Mila. Nee, du wäschst das mal nicht ab. Das hätte ich nämlich gern. Dankeschön. So, du darfst. Was machst du? Wie geht's denn dir? Ist doch alles gut. Warum? Wieso stehst du so komisch da? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nein, natürlich nicht. Alessio? Natürlich du auch nicht. Ja, dann werde ich die Kids jetzt einfach mal alle reihenweise die Hausaufgaben machen lassen, obwohl du kannst vorher noch was essen. Wolltest du gerade? Sehr gut. Und dann deine Hausaufgaben machen, weil ein wenig... Oh, verdammt, nee, es ist gar nicht mehr so viel Zeit wie gedacht. Es ist echt gar nicht mehr so viel Zeit wie ursprünglich gedacht. Willi? Fühlt sich zu unwohl, um dies zu tun. Ach, Menno, warum denn? Fähigkeiten. Er ist allerdings auch kurz davor, sich zu verbessern. Also, wir werden hier in der nächsten Zeit wieder einige Geburtstage feiern. Also, es geht voran. Wir haben ja aktuell, ich glaube, 15 Kinder. Ich muss nochmal nachschauen. Ich vergesse es immer wieder. Moment. Symbologie. Stammbaum. Ich muss nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Genau. So, und wie ihr seht, der Alex ist ausgezogen. Das heißt, wir können auch wieder schwanger werden. Und da werden wir uns definitiv in der nächsten Zeit wieder ranhängen, also die nächsten Parts. Dass wir wieder schwanger werden, sodass dann Kind Nummer 16 so schnell wie möglich unterwegs ist. So. Liz, du brauchst jetzt nicht mehr die Hausaufgaben machen, du kannst direkt in die Schule gehen. Alessio, wie weit bist denn du mit deinen Hausaufgaben? Müssen wir mal schauen. 25% erledigt. Nee, du gehst jetzt bitte auch mal zur Schule. Die Mila, wo ist die? Die machen alle noch Hausaufgaben. Ach, so ein Mist. Du gehst zur Schule, du kannst auch zur Schule gehen. Du gehst zur Schule. Sehr gut. Mila, wie sieht's denn aus? Willst du mal deine Hausaufgaben mitnehmen? Dass sie die immer liegen lassen müssen, das ist echt furchtbar.
So, okay. Niki. Die Liz, die ist ja zum Schluss... Nee, Quatsch. Die Stella ist zum Schluss gealtert. Wir werden die Stella erstmal Freundschaften schließen lassen. Und bei der Liz weiß ich gar nicht, ob wir das auch schon gemacht haben. Deswegen kann die Liz auch mal Freundschaften schließen. Sodass, wenn sie dann irgendwann in die große, weite Welt starten, dass sie dann Kontakte haben. So. Und dadurch, dass wir jetzt, dass ich jetzt diese Spielstände geteilt habe, werde ich mal ganz fix, falls ihr das noch nicht kennt, ins Gameplay gehen. Selbstständigkeit. Automatisches Altern, gespielte Sims. Also sprich, das ist, sind die Familien, die über dem Haus einen grünen Diamanten haben. So, und dann das automatische Altern, ungespielte Sims, da machen wir das Häkchen wieder rein. So, sehr schön. Herkömmliches Sozial. Nach Typ anstatt... Gut, sehr gut. So wollen wir das. So, okay. Wir sind alleine, das heißt, wir haben sturmfrei. Was machen wir da? Wir werden auf jeden Fall erstmal ein Gericht nehmen. Moment, das müssten wir dann... Ach nee, coole Sache. Wir waren ja gar nicht auf der Niki, wir waren ja noch auf der Liz. Garten pflegen. Nee, das sieht noch soweit gut aus. Ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg zu einem richtig coolen Gemeinschaftsgrundstück. Wir können ja mal ein wenig essen gehen oder so. Nee, wir gehen hier in den Nachtclub. Wir gehen hier in den Nachtclub, das ist cool, ja. Können wir jemanden mitnehmen? Irgendwie haben wir hier von allen schon Babys, habe ich das Gefühl. Okay, also gehen wir alleine. Vielleicht, wer weiß, vielleicht lernen wir ja auch noch ein paar neue Leute kennen. Mal schauen. So, okay. Also ich habe wirklich lange drüber nachgegrübelt. Warum meine Sims einfach weiter, warum das Spiel einfach weiterläuft, wenn ich auf zum Beispiel der Castaway Challenge bin. Ist ja aber logisch, dass das Spiel weiterläuft. Und was, wer bist denn du? Hugo Villarreal. Oh, hallo. Ist ja logisch. So, deswegen habe ich jetzt die Spielstände getrennt und die Castaway Challenge in den neuen Spielstand ziehen lassen. Und ja, wir gucken uns jetzt mal dieses krasse Gemeinschaftsgrundstück an. Ich habe das in der Galerie gefunden, da ich ja ein paar Sachen neu platzieren musste. Ich musste alles neu platzieren. Und mal schauen, was hier so abgeht. Also es sah in der Galerie mal richtig mega geil aus. Und auch so, es ist geil. Es ist richtig genial. Farbe, Intensität... Alle Lichter. Es ist. Nein. Das ist ein bisschen zu heftig. Okay. Sehr gut. Nein, das passt schon so. Ey, das ist ja eine echt coole Sache hier. Das ist eine echt coole Sache. Richtig geil. Also, wer auch immer das gemacht hat, Respekt. Cool, cool. Ich kann es euch echt nicht mehr sagen, wer das gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. So, das hat noch eine zweite Etage. Ah, nicht schlecht. Da kannst du runtergucken von oben. Rundrum laufen. Hier fehlt allerdings noch ein bisschen so Musik irgendwie aus einer Anlage. Habt ihr da eine gesehen? Was ist das? Einschalten. Ah, cool. Hier, einschalten. Da hätte ich gern Twin Pop. Und da wir im Club sind, mach mal los. Mach mal hoch. Coole Sache. Cooler Club, nur irgendwie ist hier kein Schwein. Wer bist du? Erwachsener, wer bist denn du? Ach, du bist hier diese Gina, ne? Genau. Und du bist wer? Du bist eine Frau. Annetta Paulus, okay. So, wo ist denn die Niki jetzt hin? Bitte mal, Moment mal. Niki!
Wo ist denn hier unsere Lara? Die ist hier irgendwo. Da hinten. Das ist unsere Lara. Das ist das Kind von dem Björn Bjergsen. Von diesem komischen Typen. Und? Hier ist auch noch der Alex. Guckt mal. Der Alex, der wohnt hier auch noch. Der ist ja jetzt, den habe ich gerade eben, bevor ich aufgenommen habe, rausgeschmissen. So, was haben wir hier noch Schönes? Apfelbaum. Löwenmaulpflänzchen. Nee, aber so echt cool. Aber wo ist denn jetzt der Typ hin? Hier war doch eben noch... Hier war doch eben noch so ein Typ. Hier an der Bar steht keiner. Das ist ja keine Bar. Hier ist auch keiner. Ich weiß nicht, ob wir hier jemanden finden. Aber ich denke mal... Los, komm, wir unterhalten uns mal mit der Hanna. Lustig, jemanden parodieren. Ja, wir unterhalten uns mal mit der Hanna, weil hier ist gerade echt nichts los. So, wer sitzt hier? Mit der Lara. Hier ist die Hanna von der, genau, von der Castaway Challenge. Wer auch immer die von ihrer Insel runtergefunden haben. Also hier aus dieser Welt muss ich die beiden nochmal rausnehmen, denn die sind ja hier. Hier werden die beiden nicht mehr aktiv gespielt. Sag mal das mal so. Oder obwohl, eigentlich könnte ich sie auch drinnen lassen. Es geht ja so oder so weiter. Auf jeden Fall, wie ihr seht, die Niki wird bald Oma. Das erste Mal. Oh, hier Familientreffen. Coole Sache, Familientreffen. So, okay. Freundlich, fesselnde Geschichte erzählen. Ich würde sagen, ich muss mal wieder ein paar neue Sims in der Nachbarschaft einziehen lassen. Ein paar coole, hübsche Sim-Männer. Also, wenn ihr mir welche erstellen wollt, dann ladet die bitte mit dem Hashtag Mann für Niki hoch in die Galerie und gebt mir Bescheid. Wenn nicht, dann muss ich halt mal schauen. Dann suche ich Leute aus der Galerie hoch. Moment mal, wer bist denn du? Freundlich vorstellen. Dich kenne ich noch gar nicht. Du hast einen komischen Bart. Du bist auch so nicht besonders heiß. Okay, von dir werden wir definitiv kein Kind kriegen. Kennenlernen. Sonst noch jemand hier? Außer Familie und so? Außer Familie und Vergangene. Vergangene Lover, oh mein Gott, der ist so... Wie der gerade da stand, der ist so unsexy, dieser Typ. So, wer sitzt hier? Ach, na klar, der Jack. Der ist auch hier, das ist auch ein Kind von der Niki. Oh mein Gott. Bald wird es hier nur noch Kinder von der Niki geben. Hier können wir mal nach Frösche suchen, das ist doch eine coole Sache. Das können wir mal machen. Finden wir hier noch irgendwo sowas, wo wir nach Frösche suchen können? Hier geht's nicht weiter. Weil es ist wahr, aber ich wusste das echt noch nicht, dass man die Frösche kreuzen kann. Und das will ich jetzt mal ausprobieren. Allerdings hier... Ah, hier gibt's noch was. So, hier gibt's noch was. Da werden wir hier auch nochmal nach Fröschen suchen. Also, ich wusste das Tatsache noch. Ich hier auch. Sehr cool. Hier finden wir ja echt viel. Das ist nicht schlecht hier. So, okay, hier ist wieder Ende. Also, drei Frösche. Vielleicht haben wir da ja was Cooles dabei. So, echt nur verflossene Lieben und die Kinder hier. Hier bist wieder du, Jonas Förster. Du warst dieser... Ach genau, du warst dieser uncoole Typ gerade eben. Und der Jack, der ist wütend, warum auch immer. Warte mal, mit Elias hatten wir noch nichts. Aber der Elias, der ist ja der Mann von unserer Hanna. Nee, da wollen wir mal nicht reinfuschen. So, was haben wir denn jetzt gefunden? Ein Frosch. Seltenheit ungewöhnlich und Seltenheit gewöhnlich. Also für den kriegen wir 10.
Und für den auch nur 10. Warum steht da Seltenheit ungewöhnlich, wenn wir nicht mehr Simoleons für die... Oh, wie rennt die bitte? Alter! Mädchen, lauf mal ordentlich. So, okay. Schauen wir hier nochmal rein. Ein Blattfrosch. Okay. Dann würde ich sagen, wir züchten mal mit dem gestreiften Eierpflanzenfrosch. Niki hat einen neuen Frosch gezüchtet. Okay. Gestreifter Eierpflanzenfrosch. Jetzt müssen wir warten. Das Züchten von Fröschen macht müde. Versuche es später noch einmal. Da würde ich sagen, wir verkaufen mal die gewöhnlichen Frösche. So. Und mit den beiden ungewöhnlichen Fröschen können wir jetzt noch weiter züchten. Im Internet surfen. Nein, du kannst jetzt mal bitte wieder nach Hause gehen. Ach, hier. Der Hendrik ist auch da. Es ist voll die Familien. Der Familienpark hier, ich weiß nicht. Coole Sache. Ich finde es aber echt cool, dass überall, wo du hingehst, dass die Kinder da sind. Das ist... Das hat was. Das hat was. So, okay. Ab nach Hause. Die Kinder sind von der Schule zurück und die freuen sich sicherlich über irgendwas Schönes zum Essen, wenn die aus der Schule wiederkommen. Und deswegen werden wir jetzt mal nach Hause gehen und uns da dran tun, etwas für die Kinder zu kochen, dass sie was Ordentliches zum Mittag haben. So. Und los geht's. Gute Noten. Leo ist jetzt 2er Grundschüler. Na, das sieht doch super aus. Alessio, also, ich bin ja begeistert von dir. Aber das ist sicher nur eine kleine Portion, was er hier macht. Wir sind ja gerade recht voll und deswegen würde ich sagen, tun wir trotzdem mal ein wenig Mittagessen servieren und wir können ja mal endlich mal das Grillkäsebestreben freischalten. Die Schule ist für heute aus. Liz gehört zu den Landgrab 2er Kandidaten. Sehr cool. Und da hat er auch schon Kochen Level 2 erreicht, der Alessio. Ich glaube, der wird mal ein Koch. Ich weiß gar nicht, was wir ihm für Eigenschaften gegeben haben. Schneller Lerner und zimperlich und Insider. Alles klar. Das, Niki, ey, warum? Oh, na, mach es doch. Pass auf, jetzt geht das wieder nicht, oder was? Theken sind definitiv auch frei. Das dürfte kein Problem sein. Sehr gut. Sie macht endlich. Oh mein Gott, denen geht's ja echt schlecht. Ich würde sagen, du kannst dir mal eine von deinen Brotstangen nehmen. Dass du schläfst, das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Du kannst auch mal hier eine Brotstange nehmen. Weil bei der Niki, das dauert noch ein bisschen, bis die fertig ist. Und selbstsicher, du kannst das Angefangene nehmen. Alle müde, das gibt's doch nicht. Und jetzt ist Niki fertig. Du kannst mal das Gericht nehmen. Willi, dem geht's soweit ganz gut. Ja, was lass man den machen? Ich weiß es nicht. Soll er erstmal machen, was er will? So, Liz. Liz hat auch nicht so krass Hunger. Also Liz, lass mal auch mal machen, was sie möchte. Und danach werden Hausaufgaben gemacht. Und erst danach dürfen unsere Kids ins Bett. So. Okay. So. Schöne, gemütliche Familienrunde zum Nachmittag. Zum Abend zu ist es ja nun mittlerweile fast. Coole Sache. Ich mag das, wenn man... Also ich wohne ja alleine. Ich wohne zwar im selben Ort wie meine Eltern, aber ich finde das immer echt cool, wenn man dann mal zusammenkommt und zusammen sitzen kann ein bisschen. Auch wenn man sich nur ein paar Tage nicht gesehen hat, das ist echt cool. Das ist echt cool. Alessio... Du bist zu vorbildlich. Stell's bitte hin. Dankeschön. So. Und was hältst du jetzt von Hausaufgaben machen? Das müssten deine sein. Sehr gut.
Und den Rest stellen wir mal in den Kühlschrank, bevor der schlecht wird, der Rest hier. Und ja, Hausaufgaben und danach darfst du dann schlafen gehen. Dann ist auch ungefähr schon Bettzeit. Mila? Nein, du auch nicht. Es wird nichts abgewaschen hier, verdammt. So, sehr gut. Du darfst jetzt auch bitte deine Hausaufgaben machen. Weil du gerade so selbstsicher bist, nur deswegen. Und die kleine Liz, die isst noch. Danach auch Hausaufgaben. Du bitte auch Hausaufgaben. Hausaufgaben. Und noch einmal Hausaufgaben. So, sehr schön. Damit hätten wir die Kinder für heute geordnet. Wir gucken mal zu den Fröschen. Geht das jetzt wieder? Frösche züchten. Sehr gut. Coole Sache. So, okay. Wir haben wieder einen gestreifter Eierpflanzenfrosch. Also, naja, viel bringt das nicht ein. Wir machen das einfach mal weiter und schauen, was so passiert. Das wird jetzt von der Niki das neue Hobby, Frösche züchten und so. Voll geil. Und ja, gibt es hier irgendwo noch was Cooles? Hier können wir mal ein bisschen graben gehen. Das könnten wir machen. Vielleicht finden wir ja hier auch noch irgendwie ein paar coole Frösche. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es das hier gibt. Wow, so ein großes Haus hier. So. Graben. Wer bist du? Ach, die kennen wir alle schon. Also, wie gesagt, ich werde mal in dem Nachbarschaftshaus ein paar neue Männer einziehen lassen. Weil alle, die hier rumlaufen, die kennen wir bereits. Also dieses Haus müssen wir dringend mal besuchen. Das sieht echt gut aus. Das sieht echt gut aus. So, Stella und Alessio sind soeben beste Freunde geworden. Coole Sache. Boah, wie fleißig die alle sind und ihre Hausaufgaben machen. Voll cool. Ich mag das. Ich mag euch. Ihr seid cool. So, Niki, was hast du so Schönes gefunden? Ein Fossilstein. Fossil extrahieren. Mach das mal. Eine Schatzkarte. Coole Sache, eine Schatzkarte. Und wenn du fertig bist, kannst du dich dann mal um den Garten kümmern. Garten pflegen. So, schick. So, ihr Lieben, ich würde sagen, mit dem neuen Hobby Frösche züchten machen wir hier erstmal Cut für heute. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Morgen geht es natürlich weiter mit der 100 Baby Challenge, der Castaway Challenge und der. Nee, nicht Challenge. Mit Sims 3. So, okay, bis dahin. Tschüss.